Herzlich willkommen. Auch in diesem Video beschäftigen wir uns noch mit dem Thema Ungleichung. Das ist die Aufgabe 3. Ermitteln Sie die x-Element R, die für den jeweiligen Ausdruck reelle Werte liefern. Jetzt sieht man hier vielleicht bei der Aufgabenstellung erstmal noch nicht direkt, warum wir eine Ungleichung uns anschauen. Ja? Aber es ist so, dass eine Wurzel ja nur dann definiert ist, wenn der Radikant, also das, was hier in der Wurzel steht, größer gleich 0 ist. Ne? Also eine negative Zahl können wir, wenn wir uns in den reellen Zahlen befinden, ne, können wir hier nicht ziehen, ne, von einer negativen Zahl. Das heißt, wir kommen zu der Ungleichung 3x minus 5 durch x minus 2 minus 3 ist größer gleich 0. Okay, was machen wir jetzt? Wir sorgen wieder dafür, dass das hier zusammen addiert werden kann. Das heißt, wir müssen es auf den gleichen Nenner bringen. Wir erweitern also mit x minus 2. Dann steht da 3x minus 5 durch x minus 2 plus minus 3 mal x minus 2 durch x minus 2. Das ist ja gleich 0. Dann steht da 3x minus 3x, das fällt weg. 3x minus 3x fällt weg. Minus 5, minus 3 mal minus 2 sind plus 6, also minus 5 plus 6. Dann sind wir hier bei 1. Und unten steht x minus 2 größer gleich 0. Okay, müssen wir jetzt hier, wie bei dem letzten Video, eine Fallunterscheidung machen für diesen Bruch? Ja, müssen wir nicht, weil die 1 kann nur positiv sein. Ne? Also wir wissen, wir brauchen im Prinzip nur einen Fall. Und zwar 1 größer gleich 0. Und wie muss das sein, wenn wir haben wollen, dass dieser Bruch positiv ist? Dann müssen Zähler und Nenner beide positiv sein. Das heißt, wir müssen nur noch untersuchen, x minus 2 größer als 0. Und das ist für x größer 2. Ja? Also 1 größer gleich 0 ist erfüllt, die Bedingung. Und x minus 2 größer 0 ist erfüllt für x größer 2. Das heißt, unsere Lösungsmenge wäre hier einfach 2 bis unendlich. Auch das können wir einmal auf dem Zahlenstahl skizzieren. Ja, wir haben hier einmal x größer 2. X größer 2 ist ab 2 erfüllt. Hier. Und was ist mit der ersten Bedingung? 1 größer als 0 ist für alle erfüllt. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich einen positiven Zähler. Der positive Zähler ist von minus unendlich bis plus unendlich. Und ab wann gilt beides? Also ab wann gilt, dass beides positiv ist? Erst ab 2. Deswegen Lösungsmenge 2. Bis unendlich. Okay, das ist grundsätzlich so, wenn im Zähler oder im Nenner nur eine Zahl steht, dann muss ich nur einen Fall unterscheiden. Ne? Gut, dann gucken wir uns die Aufgabe B an. Wir haben hier diesmal keine Wurzel, sondern einen Logarithmus. Und wir sollen herausfinden, wann bekommen wir hier reelle Werte. Wenn wir uns einmal kurz daran erinnern, wie der Logarithmus aussieht. Also der Logarithmus, die Funktion läuft ja hier in etwa so. Das ist ungefähr die Logarithmusfunktion, läuft hier durch 1. Also das wäre jetzt ln von x. Was passiert hier an der y-Achse? Was passiert hier? Das nähert sich hier unendlich an, erreicht sie aber nie. Das heißt, ich darf für x keine negativen Werte einsetzen, aber auch nicht die 0. Das heißt, dieser Logarithmus führt zu der Ungleichung 4 durch 3x plus 5 minus 2 ist größer als 0. Ja, Unterschied zur Wurzel, hier hatten wir größer gleich, hier haben wir einfach größer 0. Wir machen aber das gleiche, was wir hier oben auch gemacht haben. Wir erweitern das Ganze jetzt. Ja, ich mache mal das heißt, da steht 4 durch 3x plus 5 plus minus 2 mal 3x plus 5 durch 3x plus 5 größer 0. Dann
steht da 4 minus 2 mal 5. Minus 2 mal 5 ist minus 10. 4 minus 10 sind wir bei minus 6. Und dann haben wir noch hier Schickern x, also haben wir einfach nur minus 2 mal 3x, also minus 6x durch 3x plus 5 größer 0. So, und das ist jetzt die Ungleichung, die wir untersuchen müssen. Und ich glaube, das können Sie schon. Rechnen Sie das bitte auf jeden Fall erstmal selber und schauen sich dann die Lösung erst an. Ja, auch hier machen wir wieder eine Fallunterscheidung. Wann ist dieser Bruch größer als 0? Wenn Zähler und Nenner beide positiv oder Zähler und Nenner beide negativ. Fangen wir an. Erster Fall. Minus 6 minus 6x größer 0. 3x plus 5 größer 0. Also Zähler und Nenner beide positiv. Dann mal erstmal die minus 6 auf die andere Seite. Dann steht da minus 6x größer 6. Dann teile ich durch minus 6. Was muss ich machen, wenn ich durch einen negativen Wert dividiere? Ich muss das Relationszeichen drehen. Genau. Also x ist kleiner als 6 durch minus 6, minus 1. Dann haben wir 3x plus 5 größer 0. Also 3x größer minus 5. Durch 3 geteilt, x größer minus 5 Drittel. Gut, wie sieht hier die Lösungsmenge aus? Wann ist x kleiner minus 1 und größer als minus 5 Drittel? Genau im Intervall minus 5 Drittel bis minus 1. Mal Zahlenstrahl aufskizzieren. Also x größer minus 5 Drittel. Und x kleiner minus 1. Okay, x kleiner minus 1. X größer minus 5 Drittel. Also ab da gilt, dass der Nenner positiv ist. Und ab minus 1 gilt, dass der Zähler positiv ist. Wann gilt beides? Wann sind beide positiv? Nur in diesem Bereich, ne, von minus 5 Drittel bis minus 1, so wie ich es hier aufgeschrieben habe. Okay, zweiter Fall. Gleiche Berechnung, nur diesmal beides kleiner als 0, also beides negativ. Ne? Minus 6, minus 6x kleiner 0 und 3x plus 5 kleiner 0. Was passiert? Ich mache die gleiche Rechnung, nur das Relationszeichen ist einmal gedreht. Also x größer minus 1. Und x kleiner minus 5 Drittel. Wieder die Frage, wann gelten beide Bedingungen? Also wann ist x größer minus 1 und x kleiner minus 5 Drittel? Gar nicht. Ne? Also hier haben wir die leere Menge. Auch das können wir am Zahlenstrahl nochmal anschauen. X kleiner minus 5 Drittel und x größer minus 1. Also der Zähler ist negativ hier und der Nenner ist negativ ab hier. Wann sind beide gleichzeitig negativ? Gar nicht. Ne? Deswegen leere Menge. Und die Gesamtlösungsmenge ist dann einfach die Lösungsmenge 1 aus dem ersten Fall. Also das Intervall von minus 5 Drittel bis minus 1. Okay, dann vielleicht nochmal kurz. Was passiert, wenn ich nicht die Wurzel habe? Also ich habe jetzt hier nicht die zweite Wurzel, sondern ich hätte die vierte, sechste, achte Wurzel. Was würde ich dann hier machen? Genau, ich würde genau das gleiche machen. Nämlich auch die vierte, sechste Wurzel, darf ich keine negativen Werte hier im Radikanten stehen haben. Also wieder größer gleich 0. Genau das gleiche, was mache ich, wenn nicht ln da steht, sondern 10er Logarithmus oder allgemein halt irgendeinen Logarithmus zu einer anderen Basis. Ich mache genau das Gleiche, weil alle Logarithmen immer nur für positive Werte hier definiert sind. Also immer größer 0. Gut, was mache ich, wenn ich dritte Wurzel oder fünfte Wurzel habe? Mache ich dann auch das Gleiche? Nein, mache ich nicht, ne? Weil die dritte Wurzel kann ich auch von negativen Zahlen ziehen. Ne? Dritte Wurzel von minus 8 ist minus 2. Also das funktioniert. Das heißt, wir machen das nur,
wenn wir die zweite, vierte, sechste Wurzel haben, wenn wir die dritte Wurzel haben, dann müssen wir halt nur noch schauen, dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Bruch steht, dass ein Nenner nicht 0 wird, aber ansonsten machen wir da keine Fall- und also Scheidung oder keine Ungleichung, die wir dann wirklich lösen.